Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Nachdem die letzten 12 Videos ja Roadtrip waren und sich rund ums Auto und damit Reisen gehandelt haben, habe ich jetzt ein neues Produkt für euch, um der Linie mal an der Stelle noch treu zu bleiben. Und zwar geht es um den Pace Adapter, welchen ich auf dem Roadtrip getestet habe, auch schon davor, und euch jetzt hier an dem Ford Fiesta mal zeigen möchte, wie der dieses kleine Produkt dann doch ein Smart Car aus allen Autos macht, was ja aktuell bei den großen Autoherstellern doch interessant ist und bei älteren Modellen noch nicht so ganz. Und das schauen wir uns jetzt nach dem Intro mal an. Bei dem Pace handelt es sich um einen OBD-Adapter, den man hier unten auch bei dem Modell auf der Seite reinstecken kann und der dann über Bluetooth und die damit zusammenhörende App Daten ausliest in Echtzeit und Fahrdaten auch speichert und ein Fahrtenbuch halten kann. Das Ganze funktioniert, wie auch in der Packung zu sehen, ab dem Baujahr 1996, weil an dem Datum mussten alle Fahrzeuge diesen OBD-Stecker haben, und ab dem Moment kann man diesen Diagnoseport sozusagen jetzt mit seinem Handy auslesen und dann eben das Ganze nutzen. Cooler Aspekt nebenher ist auch noch, dass Fehler ausgelesen und gelöscht werden können, wo ich später auch nochmal drauf zu reden komme, weil mir das echt geholfen hat. Den Pace, um da nochmal einen kleinen Disclaimer zu machen, wurde mir von der Firma Pace zur Verfügung gestellt, kostenlos an der Stelle, ich werde aber nicht bezahlt und werde euch ganz objektiv meine Meinung sagen. Im Auto angekommen muss jeder natürlich erstmal seinen OBD-Port suchen. Das wird aber einem einfach gemacht, da geht man einfach auf die Internetseite von Pace und die zeigen einem genau, wo hier im Innenraum das Ganze zu sehen ist. Wie schon erwähnt, ist es bei uns hier auf der Unterseite, aber schauen wir uns das genauer an. Holen wir den Pace dazu aber schnell noch aus seiner Verpackung, die ist cool gemacht. Ist hier vorne magnetisch, dann sieht man schon mal den Pace Adapter. Hier wird auch erklärt, wie man das Ganze zu bedienen hat und man kann ihn dann seitlich rausziehen. Das machen wir mal, können ihn hier jetzt auch entnehmen und so sieht das Ganze aus. Also sehr, sehr unspektakulär, schön klein und handlich und passt damit wirklich an alle Verbauorte. Apropos Verbauort, dieser befindet sich jetzt hier bei dem Ford Fiesta, wie angekündigt hier unten. Ich kann es hier aufmachen und dann verbirgt er sich jetzt hier an dieser Stelle. Wie da gerade erwähnt, muss man den Pace dann einfach nur noch hier in die geöffnete Klappe stecken. Man nimmt dazu den Adapter an sich, der hat hinten die Gegenkonnektoren zu dem, was man dann im Fahrzeug hat, steckt dieses hinein und das war's eigentlich schon. Der Vorteil daran ist, man kann jetzt hier die Klappe einfach schließen und man sieht überhaupt nicht, dass man jetzt quasi hier ein Add-on im Auto hat, und das finde ich sehr schön, weil da dadurch nicht irgendwie ein unschönes Bild entsteht. Ist jetzt halt bei dem Modell, kommt dann auch wieder drauf an. Man sieht jetzt auch hier schon, dass der Pace blinkt. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt aufs Handy, weil weiter geht es dann in der App. Die Pace-App kann man für Android und für iPhone einfach im jeweiligen App-Store holen. Und wenn man die App startet, kommt zunächst ein Anmeldeformular. Wenn ich mich jetzt hier registriere, da ich aktuell noch kein Konto habe, beziehungsweise jetzt zu Testzwecken das Ganze neu machen möchte, muss man nach ein paar Schritten dann seine E-Mail eingeben. Das mache ich jetzt schnell. Und nachdem man dann seine E-Mail-Adresse bestätigt hat, wird man aufgefordert, den Pace-Link zu verbinden. Das ist ganz einfach, man kann jetzt hier auf Weiter klicken, dann wird jetzt ein Pace-Link gesucht. Da ich jetzt den Schlüssel in der Zündung habe, müsste normalerweise Strom auf dem Pace laufen. Wenn nicht, nehme ich jetzt mal und schalte die Zündung ein. Und dadurch sollte jetzt der Pace Strom bekommen über den OBD-Stecker und dann an dieser Stelle gefunden werden. Nachdem der Pace an sich jetzt hier erkannt wurde, muss man auch sein Fahrzeug identifizieren. Der hat jetzt hier schon gewisse Daten. Ich muss nur noch auf Ja klicken, da er viele Sachen jetzt vom Auto hat. Jetzt muss ich hier noch den aktuellen Kilometerstand des jeweiligen Autos eingeben, dass dann eben sämtliche Fahrereignisse auch dem entsprechenden Kilometerstand zugeordnet werden können. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt sucht er sich noch gewisse Infos raus und dann kann man auch schon loslegen. Das Teil an sich startet dann eben mit der Fahrübersicht und hier ist jetzt alles auf Null. Das liegt einfach daran, dass ich das Auto an dieser Stelle noch ausgeschalten habe. Das werde ich jetzt aber ändern und werde das Auto mal anschalten. So, jetzt das Auto angeschalten und man sieht, wie sich hier das Display ändert. Man hat auf dem Display jetzt sämtliche Fahrinformationen in Echtzeit. Das bedeutet, ich habe jetzt hier oben in der Ecke die
Motorlast, ich habe die Kühlwassertemperatur, die aktuelle Umdrehungen pro Minute, also die, ja, die Drehzahl des Fahrzeugs, und diese steigt auch wirklich. Also wenn ich jetzt hier mal den Motor hoch höher drehen lasse, dann seht ihr das in Echtzeit, wie das mitgeht. Das sind coole Gimmicks, und während der Fahrt, gerade wenn jetzt ein Fahrzeug vielleicht die Informationen nicht geben kann, ist das ganz cool. Außerdem wird hier, wenn die Straße erkannt wurde, noch die erlaubte Geschwindigkeit angezeigt, und in dem sogenannten Performance-Modus kann man dann hier hochwischen und nach Kalibrierung hier noch die G-Werte angezeigt bekommen, beziehungsweise die wesentlichen Infos detaillierter. Man kann auch das Ganze nach unten wischen und schnell Tankstellen finden oder eine Fehlercode-Analyse machen. Wenn wir diese jetzt starten, sollte bei dem Fahrzeug hoffentlich nichts kommen. Wenn ich das jetzt mal machen lasse, kommt genau, es ist nichts passiert. Wenn man jedoch einen Fehler ausliest, ist das wirklich sehr, sehr interessant und auch extrem detailreich. Es kommen sowohl die Infos zum Fehler in dem Moment, wo der passiert ist, und auch alle anderen Sachen. Das kann ich euch zeigen, wenn ich kurz in mein anderes Profil switche zu meinem 1er BMW, mit dem ich das Ganze getestet hatte, wo leider ein Fehler aufgetreten ist und wo auch der Grund liegt, dass ich das ganze Video jetzt hier in dem Fiesta mache. Ja, durch einen Fehler, der wirklich nichts mit der App an sich zu tun hatte, sondern einzig und allein an mir lag, habe ich mein Benutzerkonto gelöscht, hatte aber noch einen Screenshot jetzt hier von dem Fehler, der angezeigt wurde, und das Ganze kann ich mal kurz reinhalten. Also es ist wirklich detailliert, man sieht hier oben, was der Fehler war vom Motor an sich. Kann den auslesen, kann den sogar löschen, was bei mir jetzt nicht viel gebracht hatte, und sieht unten noch Informationen. Wenn man jetzt durchscrollt, kommen noch weitere Infos, wie die ganzen Ansaugdruck in dem Moment und alles, was zum Moment des Fehlerauftritts zu sehen war, und das konnte man alles sehen. Jetzt wechseln wir wieder in die Pace Car App. Und ja, das neu angelegte Benutzerprofil für unseren Fiesta hier sehen wir jetzt schön hier in der App. Und wenn ich darauf achte, dass die Spiegelungen nicht zu sehr sind, kann ich euch das Ganze ein bisschen zeigen. Wir sind jetzt hier auf der Startseite der App. Da, das ist unten links der Reiter. Und da werden grundlegende Sachen angezeigt. Also man hat oben immer so ein schönes Bild von seinem Fahrzeug. Das kann man einrichten. Das finde ich ganz cool, so zur Individualisierung. Und dann werden unten alle Fahrten aufgelistet. Ich habe jetzt hier nur die kleine Testfahrt gerade gemacht, wo wir 100 Meter hingefahren sind, dass hier was aufgeführt wird. Da könnte man draufklicken, da wird angezeigt, von wo nach wo man gefahren ist. Und wenn man hier rechts bei Tanken einmal eine Tankladung eingezeigt, also reingestellt hat mit einem Tankbeleg bzw. dem Preis, als man getankt hat, dann wird einem sogar in der Zeit berechnet, was diese Fahrt gekostet hätte an Tankkosten. Das fand ich ganz praktisch, gerade wenn man mal jemanden mitnimmt, dann kann man das gleich zeigen in dem Moment. Dann haben wir noch den zweiten Reiter. Hier unten, das ist das Auto. Da sehen wir jetzt nähere Informationen zum Auto an sich. Also das bedeutet, wir haben jetzt hier verschiedene Punkte. Wir haben unten links den Eco-Score. Also das ist so ein bisschen ein Richtwert, wo man schauen kann, wie einem denn, also wie die letzte Fahrt war, ob man da jetzt sehr sparsam gefahren ist oder nicht. Und dann werden noch andere Sachen angezeigt. Also zum Beispiel Fehlercodes, ob man schon mal was ausgelesen hat. Der aktuelle Standort des Fahrzeugs wird sogar angezeigt. Was ich dann deutlich, also ziemlich praktisch fand, einfach aus dem Punkt, dass man sagt, okay, man ist in der Stadt unterwegs, wo man vielleicht noch nie war, hat sein Auto irgendwo geparkt, und einfach dann zu gucken, wo das denn eigentlich steht, ist ja wirklich ein cooles Gimmick, und das ist noch eine ganz coole Funktion, bieten natürlich andere Dienste wie Google Maps oder so auch, aber fand ich hier ganz cool. Man sieht jetzt hier auch die Fahrten, wie viele man schon hatte, sieht den aktuellen Kilometerstand seines eigenen Autos und die Standzeit, also wie lange steht das Auto jetzt schon an dem Punkt, seit man das letzte Mal gefahren ist. Man kann jetzt hier unten auch noch anzeigen lassen, welche Funktionen denn aktuell unterstützt werden, beziehungsweise welche das Auto an Pace weitergibt. Und neben dem elektronischen Fahrtenbuch oder dem automatischen Notruf, welcher wirklich ein cooles Feature ist, weil das Pace bekommt übers Auto gesagt, wann oder dass ein Unfall passiert ist, und in dem Moment hat man dann 30 Sekunden Zeit, bevor ein Notruf an Pace abgesetzt wird. Die melden sich dann bei einem im Auto, wenn sie merken, okay, es ist eine brenzlige Situation, rufen sie dann auch RTW und ähnliches. Das ist ganz cool, weil das ab diesem Jahr ja gesetzlich in allen Autos sein muss, und Pace bietet das sozusagen dann jetzt auch hier. Wir gehen dann weiter, wir haben eben die Funktion wie Find My Car und alles, was ihr jetzt hier sehen könnt. Was man noch nicht leider hat, ist etwas wie die Restreichweite. Das gibt das Auto nicht an Pace weiter, also in
dem Modell funktioniert es jetzt nicht, kann in anderen funktionieren. Und die Öltemperaturanzeige funktioniert auch nicht. Die Ganganzeige steht jetzt hier. Für die Ganganzeige sowie Schaltempfehlungen benötigen wir einige Fahrten. Also das wird dann einjustiert und das wird auch nicht direkt vom Fahrzeug gegeben, sondern das ermittelt die App. An sich ist aber auch cool für Fahrzeuge, die das nicht haben. Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass man jetzt das Handy angenommen entweder hier unten oder oben in der Windschutzscheibe positioniert, um dann da mehr Infos zu kriegen, als das Auto an sich ausspucken kann und dadurch quasi einen Mehrwert hat, den das Fahrzeug sonst nicht bietet. Gehen wir noch zurück, schauen noch hier. Hier haben wir das Fahrtenbuch. Das kann man, wenn man jetzt sein Car-Profil größer macht bzw. mehr Informationen einträgt, kann man dieses auch nutzen, indem wir hier das Fahrtenbuch aktivieren und dann haben wir hier unten dann die Fahrten. Das ist dahingehend ganz cool, dass man das dann nach Monaten sortieren kann und im Nachhinein einfach sieht, wann man denn wohin gefahren ist und dieses, ja gerade auch bei Dienstwegen oder ähnlichen, das Fahrtenbuchschreiben händisch dann ersetzen könnte. Und ja, ist halt noch ein cooles Feature. Wir haben dann unten noch Sachen, die ganzen normalen Einstellungen und den Pace Shop und ähnliche Sachen, wie man das von allen Apps kennt, halt so eine Art Einstellungsmenü. Hier oben sehen wir jetzt die Zeit, unsere Standzeit hat sich verändert. Also, wir haben jetzt 9 Minuten statt vorhin ursprünglich noch 6 Minuten. Das heißt, das zählt wirklich immer fleißig mit und man weiß genau, wie lang sein Auto an dem Punkt stand. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir genug gequatscht, schalten mal den Motor an und schauen uns das Ganze an. Ich nehme nebenher meinen Bildschirm auf vom Handy und wenn ich jetzt den Motor starte, dann zeigt mir die App auch unten schon an, dass jetzt quasi dieses Lenkrad hier initialisiert, wie ihr auch seht. Und dann öffnet sich auch sofort das Fahrmodul. Ihr seht jetzt hier schön parallel, wie eben gerade noch nichts zu sehen, aber wie jetzt langsam die Drehzahl hochgeht und das Ganze analog dann auch in der App zu sehen ist. Genauso eben auch dann Sachen wie der Tankfüllstand oder auch die kmh-Anzeige. Und ich hoffe, es kommt ganz gut rüber, das Ganze läuft wirklich parallel. Und wir haben jetzt aktuell noch einen unbekannten Weg. Das heißt, wir wissen noch nicht, wo genau wir langfahren. Aber wenn wir jetzt gleich auf eine größere oder auf eine normale Straße fahren, dann bekommen wir eben auch Sachen wie die erlaubte Geschwindigkeit angezeigt. Jetzt hat es umgeschalten und wir sehen, dass wir hier in der Peiserstraße sind und hier eben 50 km/h fahren dürfen. Und des Weiteren bekommen wir die Wassertemperatur und alle anderen Infos eben angezeigt. Sehr, sehr schön, wie ich finde, und sehr informativ während des Fahrens, weil entweder man schaut es sich hier an, wenn man das Handy in der Halterung hat, oder man kann dann im Nachhinein gewisse Verläufe dann auch nochmal sich anschauen. Schalten wir jetzt das Ganze mal in den Performance oder in den schnelleren Modus mit der vereinfachten Darstellung. Dies ist ganz cool, wenn man nicht zu viele Informationen auf einmal haben möchte und dann eben nur die erlaubte Geschwindigkeit, ähnlich wie bei neueren Fahrzeugen, angezeigt bekommen möchte. Jetzt hat sich auch dann die G-Anzeige kalibriert, das heißt, wenn man jetzt ein bisschen beschleunigt, sieht man dann, wie eben die Kräfte wirken, und wenn wir jetzt von oben wieder runterwischen, kommen wir in die andere Anzeige und können auf dem unteren Bereich einmal nach links wischen, wo aktuell eben Drehzahl und so weiter ist, und bekommen dann auch eine Karte angezeigt. Wenn wir weiter wischen, kommen auch noch andere Informationen wie beispielsweise Musiksteuerung oder so. Das ist ganz cool, weil dann einfach Pace das komplett verbindet, und wenn man jetzt hier Musik anhätte, würde man das Ganze angezeigt bekommen. Das ist einfach ein cooles Feature, weil die App versucht, alles zu verbinden. Also man hat, wie gesagt, dann ja auch Navigation und ähnliches hier drin, und man bräuchte eigentlich zum Fahren gar keine anderen Apps mehr. Wir fahren jetzt aber zurück zu dem Punkt, wo wir gerade standen, und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Einen für so ein Produkt wichtigen Punkt habe ich natürlich noch gar nicht erwähnt, und das ist der Preis. Das Ganze kostet aktuell ca. 120 Euro, war früher ein Startup, da hat das Ganze noch unter 100 Euro gekostet, jetzt sind die am Markt, da ist das Ganze natürlich wie bei allen Startups teurer. Ich finde den Preis aber gerechtfertigt, wenn man sich überlegt, dass wenn man beim Vertragshändler einmal irgendwie nur einen Fehler ausliest, ist man bei 80, 90 Euro oftmals und dann hat man noch nichts dabei. Hier kann man das bei allen Fabrikaten machen
ohne Probleme. Das heißt, egal wer im Freundeskreis mal ein Problem mit dem Auto hat, er kann einfach euren Pace nehmen, reinstecken und kriegt automatisch alle Informationen, kann die Fehler sogar löschen, wenn es nichts Schwieriges ist und die Werkstatt kann einen keinen Bären aufbinden. Ich bin davon sehr, sehr überzeugt, habe das Ganze jetzt wirklich lange im Einsatz gehabt und eben auch auf dem Roadtrip in unserem Transporter und es macht viel Spaß. Es sind wirklich alle Modelle hinterlegt, man bekommt die ganzen Informationen zu den Fahrzeugen von Pace, wo es im Auto verbaut wird, wie man es am besten macht. Ich fand den Support sehr, sehr gut, die App ist mega gut durchdacht, also allein die ganzen Informationen mit der Navigation, der Musiksteuerung und die Übersicht vom Auto allgemein, das hat man wirklich nicht oft so durchdacht. Es gibt viele China-Varianten, wo man irgendwie einen OBD-Stecker herkriegt, nur zum Fehler auslesen. Und hier ist es dann doch cooler, weil man wirklich im Fahren die ganzen Funktionen hat. Dankeschön an dieser Stelle des Videos. Auch noch einmal ausdrücklich an Pace, die mir ja das Teil zur Verfügung gestellt haben. Ohne der Zusammenarbeit wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, weil ja die Autothemen hier auf dem Kanal sehr gut ankamen und da jetzt mein 1er BMW wahrscheinlich nicht mehr hier zu sehen sein wird. War das doch wirklich cool, da jetzt hier an einem anderen Fabrikat da sowas zu zeigen und ich hoffe, dass es euch als Community, als meine Abonnenten gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr noch keiner seid, dass ihr ein Abo da lasst, weil nur durch die Abonnentenzahl sind solche Aktionen wie die hier zusammen mit Pace möglich und ich kann euch coole neue Produkte zeigen, werde jetzt in Zukunft auch wieder Richtung Smartphone und vielleicht auch Smart Home gehen, mal sehen, was da möglich ist und das Auto wird natürlich auch da bleiben. Ich finde diesen smarten Aspekt, dass man wirklich in jedes Fabrikat seit 1996, das war vor meinem Geburtsjahr, jedes Fahrzeug da smart machen kann, alle Infos kriegt und allein die Funktion, man sitzt irgendwo und kann zeigen, hier steht mein Auto, weil ich war zuletzt da dran. Danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ, hat euch gefallen und wurde jetzt nicht zu lang. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, ein Abo dalasst und beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Denn dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.